Hallo YouTube-Freunde, wir sind immer noch im Garten tätig mit unseren Recyclingerde Gartenbette füllen. Okay, wir fahren da wieder mit einem Sack rüber, der muss dann direkt in ein Beet rein, von der Weide. Oh, der Nebel ist weg, endlich wieder mal Sonnenschein. Schön. Die Galloway warten dann da. Die wollen in eine andere Weide. Lass ich die doch schnell mal rüber. Komm. Laufe, komm. Hey. Diese Hochbeete müssen aufgefüllt werden mit dieser Ricotter-Erde. Ja, wir haben da einfach ein Loch rausgeschnitten. Ja, und wer steht da bei mir? Ein John Deere. Alle John Deere-Fahrer. Ne? Dem gehört meinem Nachbar ein 6110. Weil mein 311er ist immer noch im Service und ich brauche da einen Traktor, um den Kipper rumzufahren. Konnte ich da den Johnny nehmen von meinem Nachbar. Wo ist er im Service? Das ist der Heckhalter dran. Und den Gross kann man nicht brauchen für das. Ja. Da den Strom abstellen, Weidezaun, damit ihr da vorne gut die Erde aus dem Sack rausbekommen, gut zufahren können. Oh. Ja. Alles Hochbeete, da wird dann Gemüse reingepflanzt nach dem Frühling. Oh, ein richtiger Aufsteller, so ein paar Sonnenstrahlen. Hier noch ein kurzer Blick auf das kleine Wohnhaus, wir sagen dem Stöckli. Der Same ist vom Gewicht her
Genau. Gegraben, ne? Ja.